Ich bin Alfredo Smetia. Ich komme aus Guatemala. Ich bin 25 Jahre alt und ich studiere Master Telematik. Meine Schule in Guatemala hat eine enge Kooperation mit der TH Wildau und wir werden eigentlich hier eingeladen, und es in einem ersten Weltland zu lernen, ist immer eine bessere Option. Was ich hier in Deutschland gefunden habe, wie die Leute arbeiten, ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt arbeite ich in iLibrary-Projekt. Das wird von Frau Professor Monkert geführt. Was wir machen wollen, ist mobile Applikationen entwickeln, die den Nutzer erlaubt, im Handy die Bücher zu suchen und dass die Nutzer sich selbst auch ordnen können und dass die auch zu Büchern einfacher navigieren können und dass dieser ganze Prozess erleichtern und schneller gemacht werden kann. Frau Monke und ich haben wir die Aufgaben geteilt und so einen Schritt nach dem anderen haben wir verschiedene Baustellen fertig gekriegt und die einfach zusammengebunden. Und ich arbeite an dem Backend und ein bisschen Frontend und bin Leiter des Projekts.